Die Nasenkorrektur ohne OP und mit über 2000 Eingriffen im Jahr sind wir die häufigste Klinik, die so eine Behandlung auch durchführt. Man sieht hier die Problemzonen an drei verschiedenen Stellen. Die Behandlung sollte immer durch einen Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie erfolgen. Hier die Behandlung der oberen Bereich der Nase und dann im mittleren Bereich und die Nasenspitze folgt sogleich und dann hat man, denke ich, eine sehr natürliche und spitze angehobene Nase, wie man das hier so sieht. Ich denke, wenn es ganz natürlich sein soll, wäre diese Alternative ohne Spuren auf einen Eingriff die beste Wahl. Und mit so einem Ergebnis, denke ich, ist die Patientin zufrieden, wir sind zufrieden und ich hoffe, die Zuschauer ebenfalls.